Okay, dann würde ich sagen, hallo und herzlich willkommen zu unserem Vortrag heute. Bevor wir starten, Zeit fragen zu Tags und so in den Austausch zu treten. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass Sie gar keine Möglichkeit haben, erstmal zu sprechen selber. Deswegen muss ich Sie nicht bitten, den Ton auszuschalten. Wenn jemand was sagen will, dann würden wir Sie selbstverständlich freischalten. Dann legen wir gleich los. Ich bin Lavinia Jonica, ich bin Programmmanagerin im HFD und ich heiße Sie herzlich willkommen zu dem Vortrag. Der Vortrag legt heute den Fokus auf die Unterstützungsstrukturen für Digitalisierung in Studium und Lehre und wir möchten Ihnen Zwischenergebnisse einer Studie zeigen. Warum brauchten wir überhaupt eine Studie? Die Corona-Pandemie ist natürlich an den Hochschulen eine große Herausforderung gewesen. Die Aufrechterhaltung erforderte natürlich konzentriertes Handeln vieler Akteure. Wir haben viel erfahren aus unterschiedlichen Studien, wie es Studierenden und Lehrenden über wie für Studium und Lehre tatsächlich Fokus gelegt haben. Kann jemand vielleicht die Folien, die nächste Folie bitte? Danke. Danke. Genau. Und aus diesem Grund haben wir im Frühling schon ganz kurz eine Studie aufgeschrieben. Da sind wir Fotos. Lavinia, Entschuldigung, der Ton hakt. Okay. Vielleicht probierst du einmal deine Kamera auszustellen, dann bist du vielleicht, dann vielleicht wird es dann einmal flüssiger. Das kam jetzt auch schon im Chat und es stockt immer sehr. Probier mal, ob es so besser ist. So, ich hoffe, dass ich jetzt ein bisschen besser zu hören bin. Wir haben eine Studie aufgeschrieben und zwar sind wir sehr froh darüber, dass das MEB-Institut diesen Auftrag erhalten hat, um genau die Supportstrukturen zu befragen. Und das werde ich schon bei der nächsten Folie und übergebe weiter an meinen Kollegen Lutz Götze. Der jetzt aber verschwunden ist. Mikrofon anmachen, jetzt bin ich hoffentlich wieder zu hören. Ja, wir werden Ihnen gleich vorstellen, Fragestellungen und Methode der Studie. Was steckt hinter dieser Studie? Werden Ihnen dann mal zeigen, welche Support-Einrichtungen wir befragt haben und einen Einblick in die Maßnahmen geben, die sie ergriffen haben angesichts von Corona. Dann werden wir mal schauen, wie sich die Maßnahmen ausgewirkt haben, zum Beispiel auf die Vernetzung, auf das Lehrangebot und langfristig auch auf die Digitalisierungsstrategien dieser Einrichtungen. Dann gehen wir mal weiter. Denn jetzt kommen wir schon zur Fragestellung und zur Methode. Im Kern hatten wir diese beiden Fragestellungen hier. Also welche Maßnahmen, Prozesse und Rahmenbedingungen haben die Serviceeinrichtungen an Hochschulen in die Wege geleitet, um während der Corona-Krise die Lehre angemessen zu unterstützen? Was also heißt, sie mussten einmal ihren eigenen Betrieb irgendwie aufrechterhalten und sie mussten ja auch andere Institutionen unterstützen, die jetzt Probleme mit der Lehre bekommen haben, weil Präsenzlehre nicht möglich war. Und die Frage war, wie haben sich denn diese Maßnahmen, Prozesse und Rahmenbedingungen auf die Lehre ausgewirkt? Hat das funktioniert oder hat es nicht funktioniert? Ich sage Ihnen mal kurz, wie wir das Ganze jetzt herausbekommen haben. Da gehen wir mal aufs nächste Chart. Wir haben zunächst mal mit 15 Expertinnen und Experten Focus Groups gemacht, online. Das heißt, wir haben die befragt, was für Maßnahmen haben sie gemacht, was für Hindernisse gab es da und haben völlig offen mit denen gesprochen, haben das Ganze protokolliert. Und das war sozusagen das Futter für unseren Online-Fragebogen, den wir dann entwickelt haben. Für diesen Online-Fragebogen haben wir von den 400 Hochschulen, die es in Deutschland gibt, eine Stichprobe von insgesamt 70 Hochschulen gezogen, haben dann auf den Websites die Support-Einrichtungen gesucht und dort die entsprechenden Ansprechpartner, haben die angemailt und haben dann eine Online-Befragung durchgeführt, wo bis zum Stichtag 23.09. 75 Vertreterinnen und Vertreter aus den Support-Einrichtungen teilgenommen haben.
Die Befragung läuft allerdings noch. Das heißt, wir haben jetzt wirklich eine Zwischenauswertung und wir werden, wenn wir die Studie veröffentlichen, noch eine ganze Reihe von Fällen mehr haben, als das hier jetzt der Fall ist. Schauen wir uns mal die erste Auswertung an, wo wir die Support-Einrichtung ein bisschen näher kennenlernen. Ich hoffe, Sie können das alles erkennen. Oben in der Leiste haben wir hier mal abgetragen, welche Hochschuleinrichtungen wir befragt haben. Einmal Einrichtungen zur Qualität, Bibliotheken waren natürlich dabei, Medienzentren, Rechenzentren natürlich, auch Support-Einrichtungen für E-Learning und Zentren für Hochschuldidaktik. Und jetzt ist erstmal hier ganz spannend, da geht es noch gar nicht um Corona, welche Aufgaben die denn haben. Das sehen Sie hier links. Da gibt es natürlich Ergebnisse, die völlig erwartbar sind. Also wissenschaftliche Inhalte zur Verfügung stellen, machen von den Hochschulbibliotheken 100%. Das hatten wir erwartet. Interessant ist aber, dass es einige Aufgaben gibt, die nicht immer von einer bestimmten Organisation oder Institution übernommen werden. Wir sehen zum Beispiel hier Geräte zur Medienproduktion zur Verfügung stellen. Na klar, das machen Medienzentren, sind hier auch bisher nur sehr wenige, nur eins, das daran teilgenommen hat. Aber wir sehen, das machen auch Rechenzentren und das machen auch Support-Einrichtungen für digitales Lernen. Jetzt könnte man natürlich annehmen, aha, da weiß in den Hochschulen die Linke nicht, was die Rechte tut und alle machen im Grunde alles und zerfasern sich damit unheimlich. Wir müssen aber hier sehen, dass es ja ganz unterschiedliche Hochschulen sind, die geantwortet haben. Es kann also sein, dass an der einen Hochschule eine bestimmte Aufgabe von der Bibliothek übernommen wird, an der anderen Hochschule übernimmt diese Aufgabe das Zentrum für E-Learning und digitales Lernen. Aber es ist schon mal ganz interessant, dass die Aufgaben nicht mehr so ganz eindeutig geklärt sind an den Hochschulen. Und jetzt gebe ich mal weiter zu Lavinia. Genau, und ich möchte jetzt zu der nächsten Folie gehen. Und zwar haben wir die welche Maßnahmen Sie in diesem Online-Semester durchgeführt haben. Und Sie hatten die Möglichkeit, 3 Stück einzutragen. Wir haben insgesamt mittlerweile 222. Und es sind sehr unterschiedliche. Alles vom Campus-Lieferdienst bis zu digitalen Sprechstunden, virtuelle Kursangebote. Ich denke, es bleibt sehr spannend, diese auszuwerten und zu schauen, welche Trends tatsächlich Nummer 1, 2 und 3 im letzten Semester waren. Ich bin nicht zu verstehen. Doch, du bist jemand verstanden? Doch. Doch, Lavinia, wir haben dich verstanden. Dann knüpfe ich da mal an und spannend ist es natürlich. Okay, danke, das stand nur im Platz so. Spannend ist natürlich jetzt auch, wie die Konsequenzen für die Vernetzung und das Lehrangebot aussehen. Und da fanden wir es ganz interessant, mal zu schauen, wie sich die Vernetzung von verschiedenen Akteuren entwickelt haben. Man sieht in dem obersten roten Balken die entstandenen Zusammenarbeiten. Da sieht man, da sind nicht viele neue Zusammenarbeiten dazugekommen. Natürlich ganz oben ja die Zusammenarbeit mit speziellen Gremien zu Corona-bedingten Maßnahmen, zum Beispiel Taskforces. Aber ansonsten ist da nicht viel neu dazugekommen. Man sieht aber, dass man in diesem Bereich natürlich offenbar auf Vernetzungen aufbauen kann. Also, dass da vieles schon, also, dass es schon viele Kooperationen gab und gibt, die sich intensiviert haben jetzt im letzten Sommersemester. Spannend ist auch, dass der Fokus eher so auf die inneren auf die eigene Hochschule gelegt wurde. Also, dass da zu externen Akteuren wie zum Beispiel Landesministerien oder zu Support-Einrichtungen des Landes, dass das eher so, also in der Mitte sieht man, dass das die Balken eher sehr klein sind. Da ist also nicht viel passiert. Der Fokus liegt also wirklich in der eigenen Hochschule und ja, darüber hinaus sind eher nur so sporadische Kooperationen. Interessant ist auch die Qualifizierung der Lehrenden und es geht vor allem um Zertifikatsprogramme. Wir haben gefragt, falls
Zertifikatsprogramm angeboten wurde an der Hochschule. Was bedeutet das jetzt für den Lockdown? Wurde dieses Angebot überhaupt verändert, angeboten oder gleich angeboten? Und wir haben hier, wie ich finde, ziemlich interessante Informationen erhalten. 70,8% haben angegeben, dass das Angebot digital umgesetzt und remote angeboten wurde. Und wenn man das vergleicht mit der vorletzten, mit dem vorletzten Item, dass es zum größten Teil digital angeboten wurde, war nur mit 8,3%. Das heißt, in den Unterstützungsstrukturen ist das Qualifizierungsangebot, was die Zertifikatsprogramme angeht, sehr viel entstanden ist in dieser Zeit. Spannend finde ich an dieser Stelle auch, dass 50% angegeben haben, dass das Zertifikatsprogramm überarbeitet werden muss. Und bei einem ganz wenigen Fall ist das Zertifikatsprogramm total ausgefallen. Genau. Nächste Frage. Dann darf ich übernehmen, Julia Hense. Hallo, ich freue mich. Ich werde noch drei Sätze sagen zum Thema strategische Auswirkungen der Corona-Pandemie. Und zwar hat uns natürlich auch interessiert, inwiefern sich die Corona-Pandemie tatsächlich ausgewirkt hat auf die Digitalisierungsstrategien, die für Studium und Lehre entwickelt worden sind. Können wir einmal auf Folie 14 springen? Ich sehe sie schon. Ja, bei mir hängt sie. Ihr seht sie? Okay, gut, bei mir hängt es, ist egal. Gut, wenn ihr sie seht, dann kann man sagen, ja, tatsächlich hat sich Corona ausgewirkt. Und zwar sowohl auf die Planung und Umsetzung der Strategien, als auch im Hinblick auf die Wahrnehmung des Themas. Man kann nämlich sagen, tatsächlich hat Corona die Planung und Umsetzung entsprechender Strategien beschleunigt. Wenn Sie sich die Balken hier mal anschauen, 49,3% der Befragten stimmen dem voll und ganz zu und 30,4% stimmen dem eher zu. Das ist immerhin um die 80% Zustimmung. Das ist wahnsinnig viel. Das Gleiche gilt für die Wichtigkeit des Themas. 46,4% bzw. 43,5% sagen, trifft voll und ganz zu bzw. trifft eher zu, dass das Thema jetzt höher auf der Agenda steht. Also wir können sagen, Corona hat tatsächlich als Strategie-Accelerator fungiert und hat das Ganze beschleunigt und hat das Thema Digitalisierung von Studium und Lehre tatsächlich auch in der Priorität höher auf die Agenda gepackt. Und wenn wir dann noch mal eine Folie weiterspringen, genau, wunderbar, vielen Dank. Wir wollten natürlich auch wissen, wie hat sich das Ganze denn, oder was denken denn die Befragten, wie wird sich das mittelfristig auswirken? Denn es geht ja nicht nur darum, ad hoc die Wichtigkeit des Themas darzustellen, sondern das Ganze sollte ja idealerweise auch mittelfristig und langfristig weitergeführt werden. Und das ist natürlich teuer. Deshalb wollten wir auch wissen, mit welchen Mitteln haben denn die Einrichtungen die Ad-hoc-Maßnahmen, die jetzt neu gestartet sind, überhaupt finanziert? Und wie schätzen Sie das ein? Wie sieht es mit der Finanzierung aus, wenn Sondermittel auslaufen? Und wir haben dann gefragt und wollten wissen, wie schätzen Sie das ein? Stehen die Mittel jetzt auch noch in 1 bis 2 Jahren zur Verfügung oder ist das wirklich nur ad hoc und es sind Mittel, die Sie jetzt nur haben und haben um Zustimmung gebeten? Und wenn Sie sich da mal die Balken auf der Grafik ansehen, dann wird schon relativ auffällig, dass bestehende Personalressourcen und bestehendes Budget der Einrichtungen so eingeschätzt wird, dass das auch in 1 bis 2 Jahren noch zur Verfügung steht. Dass es aber auch einen Großteil gibt und der übersteigt diese Summen tatsächlich, von dem die Befragten ausgehen, dass er eben in 1 bis 2 Jahren nicht mehr zur Verfügung stehen wird, sondern nur jetzt. Und das gilt auch für Sonderetats der Hochschulen, für Sondermittel, die vom Land finanziert werden, für etwaige Projektmittel, die umgewidmet wurden und eben auch für Sondermittel des Bundes. Das heißt, wenn wir uns das genau anschauen, schließt sich daraus, dass die Finanzierung der Maßnahmen im Moment zwar relativ, also dass die Finanzierung im Moment relativ gut ausgestattet ist, einfach auch, weil so viel Augenmerk auf der Thematik liegt, dass aber nicht klar ist, inwiefern diese Anschlussfinanzierung tatsächlich auch gesichert werden kann und ob die Maßnahmen, die aktuell losgetreten werden, dann auch in 1 bis 2 Jahren tatsächlich noch bestehen werden. Und das ist natürlich nicht unproblematisch. Ja, das war natürlich jetzt ein relativ schneller und überblicksartiger Sprint durch die ersten Zwischenergebnisse, womit wir jetzt auch schon durch sind. Ja, wie geht es weiter? Und zwar sind wir jetzt noch in den Auswertungen. Im Laufe des Oktobers werden die letzten Auswertungen abgeschlossen und dann ist geplant, so
Dezember, spätestens Anfang nächsten Jahres, ein Arbeitspapier vom Hochschulforum Digitalisierung rauszubringen, wo dann natürlich alles nochmal ganz genau nachzulesen ist. Also Ende des Jahres oder Anfang nächsten Jahres. Jetzt haben wir nochmal die Gelegenheit, in den nächsten 10 Minuten nochmal Fragen zu stellen, Anmerkungen, oder eine kleine Diskussion hier noch in den letzten 10 Minuten zu machen. Was darüber hinausgeht, gerne per E-Mail an das MMB-Institut, an den Lutz Görz oder Julia Hense. Die E-Mail-Adressen müssen jetzt eingeblendet werden. Oder natürlich an Lavinia oder mich vom Hochschulforum Digitalisierung. Da habe ich nochmal ganz viele Kontaktmöglichkeiten aufgezeigt, wie Sie an uns herantreten können. Und ansonsten würde ich jetzt den Startpunkt für die Diskussion geben oder fürs Fragen stellen. Wir würden das so machen, dass Sie gerne aufzeigen können. Und zwar links oben können Sie aufzeigen, dann können wir Ihnen die Rechte erteilen. Oder ansonsten schauen wir mal in den Chat, was da so kommt. Es kam zum Beispiel jetzt schon Campus-Lieferdienst, was sich dahinter wohl verbirgt. Dann hat der Tobias Koch geschrieben, bei uns die digitale Lieferung von Büchern und Zeitschriftenartikeln durch die Bibliothek während der Schließung. Das bezieht sich auf den Campus-Lieferdienst oben drüber, weil in der Wortwolke ja der Campus-Lieferdienst auftauchte, wo wir auch nur das Stichwort haben und uns ausmalen können, wie das aussieht. Aber ich denke, es ist genau das, was der Tobias Koch auch dann sagt. Genau, dann Andreas Brandt fragt, gibt es Aussagen zur Anzahl der Beschäftigten in den befragten Zentren? Wurde hier personell verstärkt? Die Frage haben wir auf jeden Fall auch gestellt. Vielleicht Lutz. Also ja, kann ich kurz was zu sagen? Es wurde auf jeden Fall umgewidmet. Also wenn es vorhandene Stellen gab, zum Beispiel Projektstellen zu bestimmten Forschungsthemen, dann wurden die Leute halt mehr im laufenden Betrieb eingesetzt, um die Mitarbeitenden zu verstärken. Aber ich wüsste jetzt nicht, dass also dafür Leute von extern neu eingestellt worden sind. Es war eigentlich mehr ein schnelles Umschichten. Okay, danke. Dann nochmal der Hinweis, ihr oder Sie können auch oben links auf das Melden-Symbol klicken und dann können wir auf jeden Fall auch den Ton oder die Kamera zuschalten. Genau, so ansonsten kommt noch die Frage von Dana Christine Mahr. Könnt ihr noch die Auswahl der Expertinnen für Fokusgruppen erläutern? Können wir auch. Das war natürlich so, es musste relativ schnell gehen, dass wir da erstmal in den Netzwerken von AfD und MMB geschaut haben, wen wir in dem Bereich schon kannten und haben das noch so ein bisschen weitergesponnen, haben gefragt, wer kennt vielleicht noch jemanden. Es war so aber eine sehr bunte Runde. Wir haben also einmal einen Schwerpunkt gemacht, da ging es mehr um Inhalte und Didaktik und eine Focus Group, da ging es mehr um Technik. Da waren auch mehr die Leiterinnen und Leiter von Rechenzentren mit beteiligt. Es waren aber überwiegend Leute mit Leitungsfunktionen in diesen Institutionen. Okay, danke schön. Ich sehe noch nicht, dass sich jemand gemeldet hat. Vielleicht klappt es aber auch nicht, aber doch, eigentlich müsste das angezeigt werden. Vielleicht, wenn wir nochmal einen Chart zeigen sollen, wo irgendwie die Tonspur nicht so ganz gut war, das können wir gerne nochmal erläutern oder ein bisschen länger zeigen. Weiß nicht, wenn nochmal schnell in den Chat geschrieben wird, welches Thema da noch interessant ist, zeigen wir es auch gerne nochmal, wenn der Ton jetzt nicht ganz so okay war. Da kommt jetzt aktuell nichts rein, aber wir warten noch mal einen Moment. Wir können ja mal umgekehrt in die Runde fragen. Der Andreas Brandt zeigt auch sozusagen, weil wir können auch kurz erst das, Lutz, was du jetzt vorhattest. Nee, das ist schon okay. Ich hätte den Spieß jetzt eher umgedreht. So, ich habe jetzt direkt, da klappt das. Schön, dass Sie sich zuschalten. Ja, ich wollte nur mal zeigen, dass es geht. Nein, ich habe gleich nochmal nutzen, um eine Frage zu stellen, weil gerade das Chart oder die Folie auf ist. Wenn ich mich auf unsere eigene Einrichtung beziehe, was ein Hybrid aus Medienzentrum, Rechenzentrum und Supporteinrichtung für E-Learning bzw. digitale Lehre ist, würde mich an der Stelle halt wirklich interessieren, ob das hier trennscharf betrachtet wurde oder betrachtet werden konnte oder ob man sozusagen aus den verschiedenen Einrichtungen
Person mit unterschiedlichem Profil dann hier zugeordnet hat. Also die Profile kennen wir. Wir wissen zumindest, welche Positionen die Personen haben, die den Fragebogen ausgefüllt haben. Wir wissen natürlich auch, aus welchen Institutionen sie kommen. Es wird angesichts der Fallzahl nicht ganz so leicht, das jetzt noch weiter runterzubrechen in der späteren Auswertung. Also hier haben wir bei den Hochschulbibliotheken im Moment, ich glaube, so 23 oder so. Das werden später noch 40 werden. Aber wir müssen mal schauen, ob das ausreicht, um wirklich Subgruppen zu bilden. Für einige Institutionen, wie zum Beispiel die Medienzentren, wird es überhaupt nicht gehen. Dafür sind es einfach zu wenige. Also genau, das wäre ja an der Stelle die Frage. Aber wir werden es versuchen. Wir haben natürlich auch noch abgefragt, aus was für Hochschulen die Leute kommen, Hochschultyp. Wir sagen Fachhochschule versus Kunsthochschule versus Universität. Wir haben auch gefragt nach der Region, aus der die Hochschulen kommen. Wir haben nach dem Postleitzahlgebiet gefragt. Das heißt, wir können zumindest mal so eine grobe Ost-West-Süd-Nord-Unterscheidung machen hinterher. Und wir haben auch nach der Trägerschaft gefragt. Wir haben also auch gefragt, ob staatlich finanziert, kirchlich oder privat. Okay, vielen Dank. Danke auch. Wie sich qualitativ die neu entstandenen Kooperationen entwickeln, beziehungsweise Prognosen machen für das neue Semester. Es schreit natürlich ein bisschen nach einer qualitativen Folgestudie, aber wir können natürlich bei dem Chart, was wir eben gezeigt haben, auch nochmal sagen, dass einige Dinge auf jeden Fall verstetigt werden. Ich weiß nicht, sollen wir das Chart nochmal eben kurz einblenden? Ich suche gerade mal eben die. Ja, ich hole es mir selber hier nochmal in groß, weil es, glaube ich, schwer ist für die Teilnehmenden, das zu lesen. Ist hier gerade die Nummer der Folie? Ich gucke gerade nochmal. Augenblick. 11. Ach ja, das war das, ja, genau. Genau, die Vernetzung. Das war deins, Christine. Genau, ne? Meins. Genau, jetzt muss ich nochmal eben die Frage lesen. Die qualitative Neuentscheidungskooperation, genau, Prognosen für das neue Semester. Also man sieht an den mittleren Balken jeweils, also das ist der etwas heller rotere, wo die vorhandene Zusammenarbeit enger geworden ist. Und das ist natürlich vor allem bei anderen Support-Einrichtungen der eigenen Hochschule oder auch innerhalb der Fachbereiche und Fakultäten. Aber auch zum Rektorat, wie man unten sieht, und zu den Fachschaften auf jeden Fall. Das ist unten ja auch sehr überraschend, dass da die Fachschaften und Studierendenvertretung auf einmal, dass da die Zusammenarbeit enger geworden ist. Und ähnlich verhält es sich auch bei den Zusammenarbeiten, die fortgeführt werden. Das sind also eher so diese internen, was ich eben meinte, also interne Akteure, wo die Zusammenarbeit intensiviert wird. Und nicht so die Landesministerien oder Supporteinrichtungen des Landes oder die Fachgesellschaften. Das ist eher, scheint eher weniger zu sein. Aber ihr könnt gerne hier ergänzen, Lutz vielleicht oder Julian. Ja, also interessant ist ja, dass die grauen Balken kürzer sind als die rosafarbenen Balken. Was heißt, da werden also in einigen Fällen die Zusammenarbeiten nicht mehr so intensiv fortgeführt. Es ist also wirklich Corona-bedingt punktuell. Muss man jetzt sehen, halb voll, halb leer, ob das gut ist, dass einige trotzdem weitergeführt werden. Ich finde zum Beispiel positiv, dass dieses spezielle Gremium zu Corona-bedingten Maßnahmen, dass es da also immerhin 13% gibt, die das auch später fortführen wollen. Also was da gegründet worden ist, wird voraussichtlich auch noch weitergeführt, vielleicht ja auch noch über die Pandemie hinaus. Aber ansonsten kann man sagen, es ist wieder ein leichter Rückgang. Es wird nicht so intensiv bleiben, wenn Corona irgendwann mal wieder vorbei ist. Mhm. Schade, jetzt in den letzten 3 Minuten kommen die Fragen im Chat doch in Fahrt. Vielleicht lese ich direkt mal die nächste vor. Haben Sie auch nach Digitalisierungsstrategien gefragt? Gibt es da Trends? Also wir haben ja nur danach gefragt, ob es Strategien gibt, einmal seitens
seitens der Hochschule und seitens der Institution. Da ist es so, die Institutionen haben eher eine als die Hochschule, aber wir haben nicht gefragt, wie diese Strategie im Einzelnen aussieht. Dafür ist es eine quantitative Studie und da konnten wir nicht so in die Tiefe gehen. Und dann kommt noch die Frage, geben die Daten her, diese Daten mit den Kategorien der Einrichtungen zu verbinden? Also wer kooperiert seit Corona stärker, zum Beispiel Rechenzentren mit Hochschuldidaktikzentren oder Bibliotheken mit Medienzentren? Ach ja, das ist ja genau das, was wir jetzt gerade, wo wir gerade noch drauf eingegangen sind. Ich hoffe, die Frage ist da beantwortet. Haben Sie Informationen zu besonderen Unterstützungsstrukturen für die Zielgruppe der internationalen Studierenden? Leider nicht. Das gibt der Fragebogen nicht her. Wir haben nicht die Zielgruppen abfragen können. Also wir könnten höchstens sehen, wenn es eine Hochschule in der Region gibt, die besonders international ausgerichtet ist, dann könnte man das rauskriegen. Aber würden wir eher nicht tun. Und das war jetzt doch schon die letzte Frage. Also wir haben noch 2 Minuten vielleicht für letzte. Ansonsten kann ich auch noch mal unsere Kontaktdaten einblenden, falls da doch im Nachhinein noch Rückfragen sind oder Anmerkungen oder Interesse auch an der Studie. Wie gesagt, das Arbeitspapier ist in Planung. Ja, vielleicht meldet sich auch jemand. Nee, es meldet sich keiner. Sollten Sie zufällig an einer der 70 ausgewählten Hochschulen sein und eine Mail von uns bekommen haben, dass Sie gebeten werden, einen Fragebogen auszufüllen. Sie können das immer noch machen bis zum 14. Oktober. Ein kleines bisschen lassen wir das Fenster noch offen. Wir würden uns freuen. Genau, und wenn jetzt keine weiteren Meldungen oder Fragen sind, dann können wir die Session auch dann gleich beenden. Ist ja auch mal schön, ein bisschen eher fertig zu sein. Dann schaffen wir vielleicht doch mal zwischendurch einen Kaffee. Doch, es kommt noch im Chat, aber es ist vielen Dank. Ach, Link zum Fragebogen kommt noch von... Ja, können wir so nicht verschicken. Also entweder Sie haben eine Aufforderung bekommen oder nicht. Es besteht die Gefahr, dass sich andere beteiligen als die, die in unserer Stichprobe waren. Und weil wir sagen, es ist eine repräsentative Studie, möchten wir den Link lieber nicht rausgeben. Sonst geht er auf Facebook oder Twitter oder so, dann kriegen wir zwar ganz viele tolle Fragebögen, aber die Studie ist dann leider nicht mehr repräsentativ. Deswegen darf ich ihn nicht verschicken. Sorry. Okay.